Guten Morgen, Herr Meier. Ich bin gekommen, um Ihre Reife zu prüfen. Stehen Sie ganz still, bitte. Das dauert auch nicht lange. Sich sicher, was hier mit Ihnen geschehen wird. Ich versichere, diese Operation ist komplett harmlos. Gute Nacht, Herr Meier.
Ich war noch ein Kind, als sie Opa wegbrachten. Mama sagte mir, alles würde gut werden. Aber irgendetwas stimmte nicht. Ich wusste nicht, was es war. Ich wusste nicht, was dort mit ihm geschehen ist. Ich wollte nur meinen Opa zurück. Er sah mich nicht. Es war, als wäre ich unsichtbar. Mein Opa war ein Teil von mir. Und als er verschwand, war es, als wäre auch ein Stück von mir weg. Ich wollte ihn so gerne sehen. Aber was brachte das, wenn er mich nicht sehen konnte? Ich versuchte, ihm aus dem Weg zu gehen. Es machte alles nur noch schlimmer. Er ist einfach zu alt. Magst du deinen neuen Opa? Wie sehr ich es auch versuchte, ich konnte ihn nicht verlassen. Er blieb bei mir. Meine Welt war für immer anders. Ich dachte, ich hätte mehr zu sagen.